Hi Leute, herzlich willkommen zur neuen Part von Lego Jurassic World. Wir sind jetzt hier im wunderschönen Park und wir werden hier die Reise fortsetzen. Wir haben hier bestimmt ein Trampolin gebaut. Hier können wir die Kuh drauf tun. Heute werden wir eine Kuh füttern oder die Kuh wird sozusagen an Dinosaurier gefüttert. Und im letzten Part haben wir, ja, wir haben wirklich alles gesehen. Wir haben einen Langhals gesehen, wir haben über T-Rexe geredet und wir haben das wunderschöne Jurassic Park erkundet. Und das war so geil und ich habe so viel Gänsehaut von dieser Musik bekommen. Meine Wangen tun schon weh. Die tun echt schon weh, kann man schon so sagen. Ich muss die ganze Zeit grinsen, weil ich hätte nie gedacht, dass dieses Spiel so geil wird. Und, oh, es ist so geil, Mann. Dieses Let's Play wird mega geil. Oh, und ich habe hier gerade nicht aufgepasst. Wir werden gleich nochmal schauen. S, A und so weiter. Okay, alles klar. Wir haben das Passwort geknackt. Und da wartet schon die Kuh auf uns. Die wird jetzt rausgefahren. Es wäre am coolsten, wenn wir das selber machen können. Hier brauchen wir den Bändiger. Das ist der Dinosaurier-Bändiger. Wir haben im ersten Part auch einen Bändiger kennengelernt. Und zwar war das Joffrey. Das war ein dunkelhäutiger Arbeiter. Und er war richtig cool. Der hatte so einen richtig geilen Helm gehabt. Und da habe ich ja gesagt, hey, ich will diesen Helm auch haben. Dann gehe ich mal gleich auf eBay. So, wir können hier auf der Kuh reiten. Und mir ist da gerade was richtig Cooles eingefallen. Und zwar können wir auch später sogar mit Dinosaurier spielen. Und wir können sogar unsere eigenen Dinosaurier kreieren. Hört sich das nicht gut an, Freunde? Hört sich auf jeden Fall mega geil an. So, hier ist ein schöner Turm. Und da ist das Gehege. Da wird die Kuh reingetan. Alles Gute, Kuh. Ich hoffe, das wird alles klappen. Du Penner, steh mal wieder auf. Das macht nichts, Mr. Krabs. Du hörst dich an wie Mr. Krabs. Mr. Hanky ist natürlich auch für uns da. Roberts, der hat ein Gewehr dabei und mit diesem Gewehr kann er Plattformen abschießen. Und das ist richtig gut, dass wir das können, weil ohne dieser Waffe, die wir haben, wäre das hier wirklich etwas schwieriger. So, wir nehmen am besten mal gleich die Kuh mit. Die hat sich kurz noch vollgefressen, damit sie schön dick bleibt. Für unsere wunderschönen Dinosaurier. So, lebe wohl, du Kuh. Du wirst jetzt sterben. Aber es macht nichts. Oh, das ist so fies, dass wir diese Kuh jetzt umbringen. Und da sind schon die anderen. Dr. Grant, Ellie und John. Und dieser komische Typ von Cats and Dogs, der heißt Mr. Malcolm. Das Wesen des Chaos. Das ist eine Kuh, das weißt du doch selber. Oh, wo ist die Kuh? Ach du Scheiße. Du hast uns gefehlt. Oh Mann, diese Musik. Ja. Ja, du hast Glück gehabt, dass du nicht umgebracht wurdest. Finde ich aber gut, dass die Kuh nicht umgebracht wurde. Weil das sah echt grausam im Film aus. Du sagst es. Und wir sind jetzt im Jurassic Park. Geil, Mann. Ein Schmetterling schlägt in Peking mit den Flügeln und in New York gibt's Regen statt Sonnenschein. Ja, sehen Sie? Sehen Sie? Niemand hätte vorhersehen können, dass Dr. Grant plötzlich aus einem fahrenden Fahrzeug springt. Halt die Fresse, wir wollen jetzt Dinosaurier helfen. Oh, oh shit. Oh wow. Keine Angst, kommen Sie ruhig. Es ist okay, sie ist krank. Die Arme. Ich muss doch was war das? Oh, wenn alle einverstanden das war sind, Sauron. Ich gerne bei Dr. Harding bleiben. Sicher. Okay. Scheint alle 6 Wochen bei ihr aufzutreten. Ich müsste mir mal ihr Häufchen ansehen. Tu das mal. Das könntest du ja essen. So. Jo. Das kann diese liebe Frau machen.
So, erstmal schön buddeln. Danach irgendwie einer Bratwurst suchen, dann wirst du schön dick. So. Ja, sie hat wirklich alles aufgegessen. Und hier, das können wir mit Gary, aufheben. Und wir müssen hier der Spur folgen, der blauen Spur. Das konnte Aragorn übrigens auch. Wenn ihr gerne Bock habt auf ein Lego der Herr der Ringe Let's Play, könnt ihr gerne mein Lego der Herr der Ringe Let's Play anschauen. Aragorn, der ist ja auch so ein Fährtensucher und der kann das übrigens auch, was gerade Gary macht. Wir werden jetzt hier der Spur weiter folgen und ich ahne schon, die liebe Ellie, die wird hier mal wieder reingehen. Wir brauchen irgendwie ein Heilmittel, irgendwas sehr Besonderes hier für den Triceratops. Ich hoffe, der heißt so. Ich bin nicht der größte Experte in Dinosaurier. Als Kind habe ich immer Dinosaurier gemalt, aber ich konnte mir wirklich nicht die ganzen Namen merken. Klar, es gibt tausende von Dinosaurier, aber ich kenne wirklich nur 3 oder 4 Stück vom Namen. Den T-Rex, den Spinosaurus und den Triceratops. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als Kind habe ich auch immer Serien wie die im Land vor unserer Zeit geschaut. Und das gehörte einfach alles mit dazu. Ich bin einfach mit so einem geilen Scheiß aufgewachsen. Vielleicht seid ihr es ja auch mit Dragon Ball, mit Digimon, das war so eine geile Zeit. Genau. Alles klar, das hört sich echt nicht gut an. Wir werden hier mal speichern und fortsetzen. Hier ist noch eine kleine Ananas, die wir mal ausbuddeln werden. Mal schauen, ob wir auch später mit diesem Triceratops spielen können. Ich würde es mega gerne tun, einfach, weil wir haben bis jetzt noch mit keinem Dinosaurier gespielt. Und auf der Verpackung stand drauf, Spiele mit Dinosaurier. Und oh, ich habe da so einen Hype bekommen. Ich fand das mega cool. So, gut, dass Gary eine Waffe mit dabei hat. Mit dieser Waffe können wir nämlich hier den lieben Mr. Henke rufen. Mr. DNS. Alles klar, wir können hier also schwingen. So, dann kletter ich mal hier hoch. Oh, das war etwas anstrengend. Aber für Gary ist das natürlich kein Problem. Alles klar. Die Musik ist natürlich auch wieder mit dabei. Und hier können wir wieder die Fährte suchen. Wir können hier bestimmt irgendeinen Gegenstand aus dem Boden suchen. Vielleicht ein Dinosaurierknochen. Oder vielleicht ein Moskito. Hier gibt es wirklich alles in diesem Spiel. Und vor allem Schweine. Das ist richtig typisch für Lego-Spiele. Die sind nur Schweine. So, Gary. Können wir dich irgendwie noch gebrauchen? Bestimmt. Okay. Wir können diesen Baum zerstören und wir bekommen richtig viel Geld dadurch. Mann, ist das geil, wie viel Geld wir hier einsammeln können. Und dann gehen wir gleich mal zum Triceratops und geben ihm den Apfel. Vielleicht wird ihm das etwas helfen. Hilft dir das? Alles klar, da brauchst du einen Augenoptiker. Und vielleicht wohnt er hier drin, in diesem Scheißhaufen. Vielleicht wohnt er ja hier. Könnte ja gut sein. Hier ist eine Möhre mit ein bisschen Dreck dran, aber das macht nichts. Die geben wir mal der Süßen hier. Ich hoffe, das schmeckt gut. Super, wir haben den Triceratops. Oh, der heißt sogar Triceratops. Oh, gut. Und wir können sogar mit diesem Triceratops spielen. Was kann der bloß alles anrichten? Oh, er kann sogar schneller werden. Boom. Er kann Schwung nehmen. Oh Mann, ey, ich ahne schon. Kannst du auch springen, Süße? Kannst du das? Ich hoffe schon. Das kann sie nicht, aber sie ist wie so eine RAM-Maschine. Einfach nur geil hier, wie geil es einfach ist. Und es regnet. Und ich habe gehört, dass sich sogar hier das Wetter verändern kann. Also es ist hier echt ein Glücksspiel. Vielleicht kann man hier auch Lotto spielen. Wir schauen mal weiter. Okay, liebe Freunde. Wir brauchen den lieben Triceratops. Aber wie kommt der bloß hier rüber? Wir müssen ihn irgendwie hier rüber bekommen. Und wisst ihr, ich werde mal hier so die Gegend... Okay, eine Schaufel. Haben wir die Schaufel? Hast du eine Schaufel? Du hast keine Schaufel. Okay. Gary hat keine Schaufel. Er hat das Gewehr.
Hier gibt es ja keine Brücke. Und mir ist aufgefallen, Ellie ist so ein bisschen wie Sam, Wise Gamgee in diesem Spiel. Sie hat die Schaufel, also die Schaufel jetzt nicht, aber sie kann pflanzen. Und das ist natürlich super, dass wir so einen Allround-Charakter haben, der hochspringen kann, der einfach immer da ist und helfen kann. Das ist immer gut, wenn man sowas hat. Und ich werde jetzt diesen Baum zerstören. Super. Danke, Triceratops. Hier können wir das Passwort aktivieren. Hier müssen wir auch gut aufpassen, Freunde. W-A-S. Was? Und ich habe mich vertippt. Oh Mann. Nochmal. W-A-S. Okay, super. 196 war das Passwort. Und am besten gehst du mal gleich ins Gehege. Damit du schön gesund und munter werden kannst. Das wäre doch super, oder? Du knickst nämlich gerade ein bisschen ein. Hier sehen wir eine Leiter. Ich kletter mal hier hoch. Also Gary ist wirklich ein cooler Charakter. Aber ich hatte so das Gefühl im Film, dass er keine große Rolle spielt. Weil er sieht so aus wie so ein Nebencharakter. Er sieht einfach nicht so aus wie so ein Hauptcharakter. Aber dass wir wirklich mit ihm hier vieles machen können, hätte ich nicht gedacht. So, wir wollen mit Ellie spielen. Was ist denn mit der Kurbel der Torwände passiert? Hat sich ja irgendein Dino gefressen. Wir suchen hier die Kurbel. Wo könnte die Kurbel sein? In jedem Lego-Spiel ist eine Kurbel notwendig. Und vor allem auch hier. Ich schau mal hier oben. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier oben die Kurbel drin steckt. Könnte das sein? Wir werden es mal herausfinden, indem wir hier etwas zusammenbauen. Hier können wir drehen. Das kennt ihr bestimmt aus anderen Lego-Spielen. Und dieses Wetter, ne, das ist auf jeden Fall richtig gut. Das ist auf jeden Fall sehr erfrischend. Denn in den letzten zwei Parts war es wirklich sehr sonnig. Richtig heiß. Und man braucht natürlich auch immer eine Abkühlung, auch im Leben. Wenn man die ganze Zeit unter Stress ist und so, die ganze Zeit arbeitet und dann nicht schläft und dann bricht man irgendwann zusammen. Und jeder braucht für uns mal eine Abkühlung. Und auch Regenwetter ist mal schön, weil das kühlt einen einfach ab. Es bringt einfach mal so die ganzen, ja, es bringt den Stress so ein bisschen raus. Klar, manchmal kann es echt blöde sein. Aber wenn man mal ganz stark drüber nachdenkt, ist es manchmal auch richtig cool, wenn es regnet. Und gut, dass es hier regnet. Weil das wird den Triceratops auf jeden Fall abkühlen. Der hat nämlich schon so viel geleistet heute. Der will auf jeden Fall hier ein bisschen ruhen. Und seine Fähigkeiten hier wieder einsetzen. So, boom. Wir haben einen Moskito dazu bekommen. Das ist super. Dann gehen wir mal zum Besucherzentrum. Oh mein Gott. Ein Fernseher. Was für eine Überraschung. Wir Schließmechanismen für die Fahrzeugtüren brauchen. Punkt 151 auf der heutigen Fehlerliste. Das ist Mace Windu. Das ist wirklich der Mace Windu in diesem Spiel. Der sieht auch genauso aus wie Mace Windu. Unser Leben liegt in ihren Händen und sie stellen sich so ungeschickt an. Ich werde zu Lebzeiten vollkommen verkannt. Kennen Sie jemanden, der 8 Connection Machines vernetzen und 2 Millionen Zeilen Code debuggen kann für mein Gehalt? Ruhe jetzt, und zwar alle. Und das ist der Fettsack. Sie kommen jetzt zum Tyrannosaurus-Gehege. Zum Tyrannosaurus. Wer könnte das sein? Nicht vergessen, lebensfähige Embryos. Sie sind nutzlos, wenn sie nicht überleben. 1,5 Millionen, wenn sie alle 15 Arten von der Insel kriegen. 7 Uhr. Am E-Stock. Alles klar, dann gehen wir da mal gleich hin. Boah, Mann. Willkommen im Jurassic Park. Dankeschön. Wir haben, ja, richtig viele Münzen eingesammelt. Das ist natürlich perfekt. Wir haben Wahrer Jedi. Haben wir Wahrer Jedi geschafft? Ganz knapp 79%. Beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall viel besser. Das kann ich euch versprechen. So, okay, wir haben Alan Grant mit einem blauen Hemd dazu bekommen. Dann haben wir Ellie Sattler bekommen. Die kennen wir ja schon. Gary Harding. Ja, Harding. Dennis. Den haben wir jetzt auch freigeschaltet. Noch nicht komplett freigeschaltet. Donald. Diesen Arsch auch. Und den Labortechniker haben wir auch so halb freigeschaltet. Und ein Moskito. Triceratops. Ah, okay. Wenn wir Moskitos freischalten, haben wir dann auch neue Charaktere dazu bekommen. Und zwar haben wir jetzt den Triceratops. Einen goldenen Stein haben wir auch dazu bekommen.
Und die Geschichte kann fortgesetzt werden. Boah, ist das Level geil gewesen. Und es wird jetzt immer geiler und geiler. Und Leute, ich werde jetzt hier einen Cut machen. Im nächsten Part geht die Reise fort. Wir werden hier den wunderschönen Weg nach unten fahren. Und ihr dürft auf jeden Fall den Part nicht verpassen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dass ihr einfach gesund und munter bleibt. Und danke für alles. Bis dann, Leute. Haut rein und ciao.